Und schön, dass ihr startet zum neuen Video mit dem guten alten Ada. Grüß dich, die. Grüß dich. Ja, wir machen heute erstes Video zusammen. Ja. Bist du nach Berlin gekommen extra? Ja. Ich habe Hunger. Hast du auch Hunger? Ich habe auch Hunger. Und wir testen heute vom guten Enno. Testen wir den Laden, ne? Macaroni und Käse. Macaroni und Käse. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich möchte keinen Mist labern. Ich kenne nicht mal den Enno. So. Also, ich habe schon mal irgendwas gehört, so, aber würde er jetzt vor mir stehen, würde ich wahrscheinlich nicht erkennen. Und ich weiß auch nicht, was jetzt genau in dem Laden da das Konzept ist. Weißt du, was das Konzept ist? Ich weiß nur, dass es um Macaroni und Käse geht wahrscheinlich. Aber ich bin in diesem Macaroni und Käse-Game bin ich nicht so drin. Also ich lasse mich überraschen. Ich habe aber Bock drauf, ich bin gespannt. Ich glaube, er meinte mal, ich habe mal irgendwas gesehen, dass er so versucht, viele Sachen, also so ein bisschen special zu machen. Ja. Also es ist nicht so ganz klassisch. Ja. Mal gucken. Kennst du aber seinen Rap? Ja, ein paar Lieder kenne ich. Ist er gut, ein guter Rapper? Ja, das ist ein erfolgreicher Rapper auf jeden Fall. Ist erfolgreich, ne? Ist jetzt nicht die Musik, die ich komplett höre. So. Ich bin mehr so auf ein bisschen hart so. Ja. Er macht auf jeden Fall bei ein paar Lieder coole Sachen. Solltest du Battle Rap dich trauen gegen ihn, hättest du die Eier oder bei ihm nicht? Übrigens, Leute, das Logo ist abgeflogen vom Wind. Deshalb ist das jetzt nicht zu sehen. Genau an der Street. Lass uns einfach reingehen, oder? Wir gehen spontan rein. Wir haben Annel auch noch. Wo ist Annel? Spricht der überhaupt richtig aus? Annel, ne? Annel. Weißt du, was ich letztens schon mal zu jemandem gesagt habe? Ne? Ich habe jetzt auch einen gehabt. Das Video ist aber noch nicht draußen. Die Frage stelle ich dir auch mal. Hat dich schon mal jemand Annel genannt? Was für eine Frage? Ja, ehrlich? Toiletten? Wo sind Toiletten? Wir müssen zufällig beide gerade auf Toilette, das gibt's nicht. Okay. Okay, dann nehme ich die Kamera mit, Ada. Machen wir gleich Vergleich. Battle. Willst du gewinnen? Sei ehrlich. Toiletten? Scheiße, falsche Tür, Brudi. Würdest du gewinnen, Battle jetzt? Sei ehrlich, würdest du dich trauen? Ah, nee, da verliere ich, glaube ich. Ich auch. Ich auch, weil er ist nicht so. Ich glaube, bei der Beschneidung haben die zu viel abgeschnitten. Ich habe auch mal beim Kochen mir ein bisschen was abgeschnitten. Ja, so mit den LEDs oben, das ist schon gut gemacht, ne? Könnte auch so ein bisschen Taco-Laden sein, vielleicht, oder? Ja, Taco. War so Taco-Laden? Habt ihr Tacos? Ach, ihr habt wirklich nur Mac and Cheese. Würdest du lieber eins selber zusammenstellen oder sagst du... Ich hab noch gar nicht verstanden, richtig, worum das geht. Also ich glaube, du nimmst die Base, guck mal, kreiere deinen eigenen Mac and Cheese Bowl. Ich glaube, du hast die Base. Ja. Dann hast du Hartweizennudeln, Maisnudeln, glutenfrei, Vollkornnudeln. Mhm. Dann hast du Käsesoße, vegane Käsesoße. Ja. Und dann gehst du, glaube ich, schon zu den Toppings. Lass uns drei Runden machen. Lass uns drei Sachen probieren. Wollen wir aber schon fertige Bowls oder sagst du, lass uns selber zusammenstellen? Lass uns fertige nehmen. Ich glaube, es ist besser, weil dann kann man es auch besser bewerben. Die Leute können es auch bestellen, wenn sie wollen. So. Ja, deswegen. Ich glaube, man sieht dich gar nicht so doll. Ist aber nicht schlimm, oder? Aber einen entspannten Stand hast du, ich schwör's dir. Noch kannst du eine Hand in deinem Kopf einmal machen? Kannst du bitte eine Hand in deinem Kopf einmal machen, so? Also entspannt. Okay, dann nehmen wir drei Runden. Du sagst die erste, wo wir anfangen. Ich sag die zweite, dritte machen wir Ching Chong Chong. Okay, sag, wir fangen an mit Endo-Style. Soll ich dir ehrlich sein? Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie bei Mutti zu Hause mit einfach diesem dicken Topf. Wir nehmen doch E3. Verträgst du das mit deinem Darm? Das ist die Frage. Wir nehmen jetzt bei Endo-Style nehmen wir dann einfach Vollkorn und dann bei Teriyaki nehmen wir die glutenfreien. Bei den dritten nehmen wir dann die klassischen. Du bist ja immer auch sehr fitnessaktiv, auch ernährungsaktiv. Ja. Isst du auch gerne lieber Vollkornprodukte? Ja, es gibt Dinkel. Dinkel ist geil, ne? Dinkel. Weißt du, was Endgegner ist? Urkorn. Gibt es auch noch Nudeln? Gibt es auch. Und das ist sozusagen, muss ich vorstellen, wie vor, keine Ahnung, 200 Jahren, bevor die Industrie kam und gesagt hat, wir machen das jetzt für die Masse tauglich. Ja. Dann sind ja die Probleme gekommen mit Gluten, dass es unverträglich wurde. Und das ist die Urform, bevor es, sag ich mal, durch ein... Krass, was Neues dazugelernt. Ja. Werde ich auf jeden Fall testen. Ja, das ist gut. Das hätte ich nicht gedacht, Ada, dass die frischen Trüffel drauf machen, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Oftmals benutzen die einfach nur so Trüffelöl. Trüffelöl, ja, und dann ist es dann einfach dieser Trüffelgeschmack, aber es ist halt die billigste Variante. Das schmeckt aber nicht richtig, finde ich. Ja, ja, safe. Okay, geil. Das Prozess fertig, komm. So, Ada, die haben gesagt, die haben so jetzt geteilt, ne? Geteilt haben die das normalerweise, ist doppelte Portion, aber die haben das auf beide Dinger verteilt. Nicht, dass die Leute sich wundern, warum die Portion so klein aussieht, weißt du, was ich meine? Das jetzt, aber das ist jetzt Vollkornnudeln, damit du auch weißt. Vollkorn ist das, ja, das ist okay. Jetzt Vollkornnudeln. Nächste Runde nehmen wir was anderes, ne? Genau. Ja.
muss sagen, das Käsefeeling von den Nudeln überraschend positiv. Weißt du, was ich für ein Szenario schon im Kopf hatte gerade? Dass ich sagen muss, weil ich eigentlich nicht so, der meistens so Billigkäse, der drauf ist, das merke ich sofort. Und dann hatte ich so die Angst, dass ich jetzt sagen muss, kann ich gar nicht essen. Ich brauche immer erstmal ein paar Bissen. Mhm. Was ich schon mal sagen kann ist, obwohl es eine Trüffel-Bowl ist, ich mag Trüffel, aber ich mag es nicht, wenn es zu krass dominiert. Weißt du, was ich meine? Ja, 100%. Also, aber es ist so low-key, du schmeckst, dass es Trüffel ist, aber es übertönt nicht alles. Finde ich auch gut. Ist ja wie bei den meisten Sachen, wenn du irgendwas drauf machst und das übernimmt voll den kompletten Geschmack, das ist nicht gut. Frühlingszwiebel knacken, schön, schöne Frische, finde ich geil. Also mich überraschen auf den ersten Eindruck sehr positiv. Vor allem der erste Geschmack, wenn man darauf achtet, ich habe es ja letztens schon oft gesagt, ist einfach so, der Geschmack wird desensibilisiert. Desto mehr du isst, desto weniger reagiert dann auch die Geschmacksnerven darauf. Und der erste Moment, wo der Käse reinkam, dieses typische Drei-Käse-Feeling, war schon krass, finde ich. Finde ich auch sehr lecker, ja? Muss ich ehrlich sagen. Also passt alles zusammen, nichts übertönt, kann man nicht anders sagen. Schmeckst du den Trüffel? Ich schmecke den Trüffel, aber leicht. Leicht, ne? Denkst du, guter Trüffel oder billig Trüffel? Weil das ist eine gemeine Frage. Weiß man ja gar nicht, ne? Ich weiß man nicht, aber ich weiß nicht, macht sich guter Trüffel durch den noch intensiveren Geschmack aus? Ich habe schon richtig teuren Trüffel gegessen, ich habe schon Billigtrüffel gegessen. Billigtrüffel hat meistens nach gar nichts geschmeckt. Mhm. Und dieser gute Trüffel, da wird meistens so wenig drauf gemacht, dass du ihn auch kaum schmeckst, aber den ich habe mal so reingebissen. Ja. Der schmeckt so ein bisschen wie Camembert-Käse, würde ich sagen. Aber jetzt so auf dem Gericht drauf, schwierig, könnte ich die Frage auch nicht beantworten, tatsächlich. Uli, kannst du uns eine Frage beantworten? Ist das teurer Trüffel oder billiger Trüffel, den ihr benutzt? Ja? Du weißt doch, du bist doch seit gestern hier. Ja, ehrlich? Ich weiß nicht, was du sagst, wollen wir zweite Runde einfach probieren? Ja. Snacken wir auf, essen zweite Runde. Safe. Okay, geil. Mit Reisnudeln ist das. Oha, sehr stark. Ich sag dir ehrlich, bei der bin ich ein bisschen skeptisch. Wieso? Also Teriyaki mit Mac and Cheese ist schon... Gewagte was, Mischung, ne? Das sind zwei komplett verschiedene Küchen, die sich miteinander treffen. Amerikanisch mit Asiatisch. Aber kann geil sein vielleicht. Kann geil sein. Könnte deswegen geil sein, aber man rübelt erstmal immer. Ich feiere diese Sache mit Frühlingszwiebeln. Das bringt so eine Frische rein. Finde ich auch sehr gut. Gefällt mir gut. Was ich bei denen hier jetzt nicht so geil finde, war der erste Geschmack vom Hähnchen. Komischen Beigeschmack gehabt. Jetzt, wenn man ein paar Stück mehr isst, geht das. Die Soße finde ich auch passt ganz geil. Aber ist auch nicht perfekt zart, das Hähnchen, ne? Ich finde, das ist ein bisschen zu viel, wie nennt sich das? Sesam. Aber sonst eigentlich so diese Mischung von, also ist besser, als ich erwartet habe. Ich dachte, ich sag dir ehrlich, war ein bisschen, ich hatte gesagt, das wird nicht schmecken mit Teriyaki und Mac and Cheese. Ich finde die Soße auch ganz geil. Also ich finde den Mix ganz geil. Und gerade, wenn man ein, zwei Bissen gegessen hat, schmeckt man auch nichts mehr von dem Anfang vom Hähnchen. Schmeckst du jetzt persönlich einen Unterschied zwischen den Nudeln und den Vollkornnudeln? Konsistenz ist ein bisschen anders. Die Vollkorn sind bissfester. Bisschen, wa? Bissfester, safe. 100%. Ich finde, von der Nudel generell merkst du nichts. Aber wenn man jetzt nochmal drauf filmt, Anne, beim Teller sieht man auch, außen ist ja keine Soße, aber auch, also keine Teriyaki-Soße. Aber auch an den Stellen, wo keine Teriyaki-Soße ist, finde ich die Käse-Variante. Ich glaube nämlich, der Käse und alles das Gleiche. Schmeckt aber in Kombi mit den Nudeln anders als bei den Vollkornnudeln. Also Nudeln an sich haben keinen anderen Geschmack, aber der Mix dann aus beiden nimmt einen anderen Charakter an. Gute Momente gehabt, der Teller. Eins, zwei nicht so gute? Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Kann ich anders nicht sagen. Mich auch. Nach dem ersten bisschen Hähnchen geht das Hähnchen auch vollkommen klar. Was mir nur aufgefallen ist, ich finde die Teriyaki-Soße ein bisschen zu salzig. Schon salzig. Schon sehr salzig, wa? Also die Frage ist halt, die Leute, die hier hinwollen, wollen richtig so geschmacklich auf die Fresse bekommen. Würde man jetzt gleich mal mit einem Feinmaß rangehen, würde man sagen, okay, ein bisschen entspannter würzen. Ja. Aber ich denke, so für das Gericht ist das schon angebracht. Wir geben zum Schluss auch noch Bewertung ab. Bin ich gespannt, was du sagst. Dann probieren wir noch dritte Variante, ne? Für was haben wir uns jetzt entschieden? Italien, Sujuk oder Lahmacun? Lass uns Italien nochmal nehmen mit Mozzarella und Pesto. Okay. Da bin ich gespannt. Dann würden wir Runde 3 nehmen, nochmal Italien. Diesmal nehmen wir eine Macaroni.
für dich auch nochmal, wir sind bisher sehr begeistert. Und ich bin eigentlich jemand auch, der gerade bei Käseprodukten vorsichtig ist, weil die meisten nehmen einfach den billigsten Scheißkäse. Und ich hatte schon Angst, bevor ich komme, dass ich dann sagen muss, ich kann das gar nicht essen und muss wieder gehen. Ja. Aber wirklich, du merkst, also kommt mir auch vor wie super Käse, super Produkt, Gesamtfeeling echt toll. Könntest du irgendwas zur Käsesoße sagen? Irgendwie zur Mixtur? Habt ihr da irgendwie drei verschiedene Käsesorten? Oder? Genau, also in der Grundsoße ist Cheddar-Käse drin und da noch Bergkäse reingemischt. Geil. Ich muss dazu sagen, die teilen das ja normalerweise nicht. Ich habe gesehen, bei einer ist deutlich mehr Soße draufgekommen als bei der anderen. Also wenn wir jetzt unterschiedliches Feeling haben, liegt das daran, dass die das natürlich nicht gewohnt sind, jetzt das aufzuteilen auf zwei Dinger. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass diese Nudeln noch hier ist, schon eine sehr gute. Ja, das ist schon sehr satt. Burma-Portion. Wie viel kostet? 8,50. Also ich finde, das ist ein fairer Preis, oder? Ein Sandwich? Aber Sandwich haben die noch nicht, ne? Entschuldigung? Die Sandwiches habt ihr noch nicht, ne? Ach, habt ihr schon? Dann machen wir hier jetzt eine ganz schnelle Runde Ada probieren und dann machen wir lieber noch eine Sandwich-Runde auch. Ja, der hat einen ganz schönen Schirm, ne? Nee, nee. Kleben alle miteinander zusammen. Die kleben alle? Das ist eigentlich nicht gut, oder? Nee. Das ist nicht gut. Das verändert nichts am Geschmack. Nee. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt egal, ob die jetzt auseinander sind oder nicht, aber ich finde, es verändert nichts am Geschmack. Aber ich finde, so optisch ist das so jetzt, also, weißt du, was ich meine? Also mir ist es zum Beispiel direkt aufgefallen. Also ich würde jetzt auch sagen, ich kenne mich absolut nicht aus von Mac and Cheese. Also auch, glaube ich, das zweite Mal im Leben, dass ich das esse. Vielleicht gehört das ja so, ich glaube aber nicht. Aber wenn du zum Italiener gehst und du kriegst Nudeln, die aneinander geklebt sind, ich habe es letztens beim Restaurant gehabt, da ist klar, da haben die natürlich was falsch gemacht. Ne? Wie findest du das Pesto? Standard, würde ich einfach sagen. Und du? Ja, würde ich auch sagen. Aber ich bin ehrlich, es passt auch. Also es ist geschmacklich, man kann es essen. Aber von den drei Bowls finde ich die am langweiligsten. Finde ich auch. Aber ich finde, alle hätten so die Daseinsberechtigung. Wenn du gerade voll Bock hast auf Pesto, kann man sagen, die kann man machen. Das ist auch eine ausgewogene Kombi so oder eine durchdachte Kombi. Also man kann jetzt nicht behaupten, es passt nicht zusammen. Also die haben sich schon was dabei gedacht. Ich fand auch vom Feeling her, fand ich die am langweiligsten, am gewöhnlichsten. Aber trotzdem immer noch lecker so. Findest du jetzt vom Geschmack, findest du jetzt die klassischen Nudeln gegenüber die Vollkorn und die glutenfreien jetzt so rausstechen? Mhm. Ich bin immer noch am meisten Fan von Vollkorn. Also ich fand die ersten beiden auch besser, wobei ich jetzt Reis nicht schlechter fand als Vollkorn. Aber die hier finde ich auch am schlechtesten. Am gewöhnlichsten, weil auch dieses Feeling mit dem Zusammenkleben, das bockt jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht, ob das so gehört. Ich sag ehrlich, dicke Props an die Käsesoße, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist gut. 100%. Die ist wirklich sehr, sehr lecker. Also das haben die wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Was sagst du, erste Runde? Die erste war ja Trüffel. Trüffel hat mich zu sehr dominiert. Das war ein großer Pluspunkt. Die Nudelkonsistenz fand ich gut, die Käsesoße finde ich gut. Zwiebeln drauf finde ich gut. Ich würde sagen, das ist so eine 8,7. Ja? Stark. Da ich noch nie Mac and Cheese, ich habe einfach keinen Vergleich, wäre ich jetzt auch so mit 8, knapp über eine 8 reingestiegen. Finde ich auch stark, aber kann es auch haben, dass sie wirklich noch stärker sind. Ich habe einfach keine Erfahrung. Was ich immer mache, dann stapel ich ein bisschen tiefer, nicht, dass noch was viel Heftigeres kommt. Hast du auch recht. Fand ich auch wirklich stark und durchdacht. Wenn du den Gedanken hast, auch jetzt in mich hineinversetzt, du hast noch nie Mac and Cheese gegessen, ist das erste Mal Mac and Cheese, kriegst das, bist du sehr zufrieden. Ich lege mich jetzt mal auf 8,1 fest und ich fange mal mit der zweiten Runde an. Bei der zweiten Runde, die fand ich noch stärker, hätte ich jetzt sogar eine 8,4 gegeben, weil ich habe es richtig gefeiert mit Teriyaki. Dieser Süße, hast schon recht, ein bisschen salzig war es, aber wenn man das in Kombi sieht mit allem zusammen und diesem Konzept, wo du ja auch so in die Fresse, hätte ich schon gesagt, das passt. Muss ich ehrlich sagen, die finde ich schlechter als die Trüffel. Bei der bin ich bei 8,3. 8,3. Aber finde ich auch sehr lecker, also fand ich auch sehr lecker mit dem Teriyaki süß-salzig Aspekt. Ich fand es ein bisschen zu salzig und ich fand das die, wie heißen die Körner drauf? Der Sesam. Der Sesam fand ich ein bisschen zu viel, sonst aber 8,4 ist, denke ich. Okay, und letzte Runde, ich steige mal einfach direkt rein, hätte ich gesagt eine 7,5. Einfach mal, ne? Ja, kann man machen. Ja, kann man machen. Auch mir noch Sandwich rein, ne? Jetzt bin ich gespannt. Ja, eine Runde Sandwich auch. Auf das Brot bin ich gespannt, ja? So, dann könnten wir starten. Wir würden Sandwich, Sucuk nehmen. We'll be right back.
Also für dich nochmal zur Erklärung: Chilifäden, dann haben wir Jalapenos, ganz normal Sucuk, Bergkäse nochmal raufgerieben und ein Brioche-Brötchen. Also das sehe ich zum ersten Mal. Ja, das sind Chilifäden. Hätte man, wenn man es jetzt nicht wüsste, auch denken können, dass das Safran ist. Aber das wäre ein bisschen teuer gewesen. Mhm. Aber Brot schon mal schön weich konsistent. Außen ein bisschen krosser, hätte ich schon mir gewünscht, bisschen, sag ich ehrlich. Aber ich mag es, wenn es außen kross ist und innen drin so fudgy, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hätte jetzt bei dem sogar gesagt, beim Brot hätte ich jetzt Ferndiagnose, aber heißt nicht, dass es dann eintrifft, wahrscheinlich schwach. Warte, ich glaube, das Brot. Ich muss das Sucuk erstmal selber testen. Ja. Ich finde immer ein Gericht mit Sucuk, wenn das nicht schmeckt, ist wie ein leeres Tor nicht treffen, sag ich mal. Sucuk macht alles immer besser. Ich habe aber schon direkt was im Kopf. Kein gutes Mundgefühl mit den Fäden, sag ich dir, wie ich finde. Ja, klar. Hast du das auch gehabt gerade? Doch, wollte ich vorhin hinaus. Hätte ich rausgelassen. Fühlt sich an, als ob du Haare im Mund hast. Da waren vielleicht auch ein paar. Ja, ich hoffe nicht. Auch wenn ich dir jetzt vorgreife, Ada, ich sag mal, also das ist jetzt nicht das stärkste Gericht. Das ist, Brot ist nicht so gut mit den Fäden am Anfang. Mir gefällt das Sucuk nicht. Der ist mir zu lappig. Krosser, hat einen krosser. Ja, ein bisschen krosser. Und er ist ein bisschen zu. Nee, die Schärfe kommt von den Jalapenos. Ja. Ich weiß auch, vielleicht ein bisschen durch den Chili-Fäden. Aber ich würde mal gerne wissen, welche Marke die benutzen bei den Sucuks. Am besten ist Eggetürk, ne? Ja. Eggetürk ist am besten. Ist am besten. Ich finde das einfach undurch. Ich sag dir ehrlich, also man kann es essen, es ist nicht schlecht. Auch, aber ich würde es niemals bestellen, weil ich einfach diese Komponente zwischen Brot und Nudeln in einem ist jetzt nicht, was ich jetzt suchen würde. Also, weißt du, was ich meine? Also, es ist so. Nee, auf die Idee musst du erstmal kommen, so sag ich mal. Ja, so, weißt du, was ich meine? Da kann man ja mal ausprobieren. Also, ihr müsst euch das Brot so vorstellen, das ist so ein bisschen Hybrid zwischen Baguette und ihr kennt ja diese süßen Milchbrötchen. Ja. Hundertprozentig. Genau. Das ist eigentlich wie Milchbrötchen. Das ist so ein Hybrid und vom Grundgeschmack ist es geil. Aber in der Aufmachung, wenn du Baguette bestellst, dann stellst du dir was anderes vor. Und es passt einfach, wie sie es gemacht haben, nicht. Entweder von außen kross, dann innen weich, so wie du gesagt genau. hast. Irgendwie passt es hinten und vorne nicht mit den Nudeln. Es schmeckt trotzdem noch, gar keine Frage. Jetzt nicht so, dass man es nicht essen kann, aber man guckt ja immer nach dem Besten. So, ne? Das ist für mich eine 7. Also ich hätte jetzt so gesagt eine 6, 5 hätte ich gesagt. Kann man 6, noch gut 5. essen, ja, aber ja, noch 6, 5 kann man machen. Aber muss man nicht. Ja, gehe ich mit. Aber Gesamtnote, denke ich, vom Laden ist wirklich vernünftig. Sollte man unbedingt, ja, wenn man Mac and Cheese Bock drauf hat, sollte man das mal testen, würde ich sagen. Safe. Wenn ihr kommt, meine Empfehlung, Vollkornnudeln. Ja, und wer Teriyaki gern mag, dann genau, Teriyaki auch. Ja, geil, Leute. Dann denkt auch dran, Ada in der Videobeschreibung gerne ein Abo dalassen. Guckt mal bei den Videos rein, auch Fitness-Content. Er hat einen Bizeps wie ich einen Kopf. Ich schwör's euch, so groß wie mein Gehirn. Danke für die Einladung, Bro. Hat sehr Spaß gemacht. Gerne, nicht dafür. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Lasst gerne den Daumen oben knallen und einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.